Das Fußballjahr 2014 war für den KFC Uerdingen ganz schön turbulent. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga konnte man sich in der zweiten Saisonhälfte nur ganz knapp dem direkten Wiederabstieg entziehen, um dann eine starke Hinrunde in der Regionalliga West mit 25 Punkten zu belohnen. Einer, der trotz vermehrt geäußerter Rücktrittsgedanken dann auch am Ende des Jahres 2014 noch an Bord ist, ist KFC-Präsident Lakes. Der Unternehmer zieht bei WZTV Bilanz. Es war wirklich ein turbulentes Jahr. Wie immer bin ich froh, dass nächste Woche Urlaubszeit ist und wir alle in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub gehen. Auf jeden Fall gehe ich beruhigt in den Weihnachtsurlaub als letztes Jahr. Das ist klar. Wir haben zwei komplett unterschiedliche Jahreshälften gehabt mit Auf und Ab. Die Hinrunde, die Rückrunde der letzten Jahr, also Januar bis Juni, war eine Katastrophensaison, die kann man wirklich so nennen. Sportlich, aber auch im Umfeld nur Negativschlagzeilen. Irgendwann mal konnten wir das Ganze gar nicht so richtig auffangen. Und dafür ist die Hinrunde der jetzigen Saison super gelaufen, sehr erfreulich, überraschend gut. Und ich sag mal, deswegen sage ich auf und ab. Aber wir haben ja aus der letzten Saison Lehren gezogen und ich glaube, jetzt kann ich in Ruhe ins neue Jahr blicken. Trotz der zum Teil sportlich miserablen Auftritte und der Grabenkämpfe rund um den Verein will Lakes einen Moment in dieser schwierigen Zeit trotzdem nicht missen. Da gibt es natürlich auf jeden Fall, was den Verein angeht, nur einen Moment. Das war die 93. Minute in der Kneipe mit den tollen Fans, das Fortuna Köln-Tor, wo wir wirklich glücklich nachher in der Regionalliga geblieben sind. Das war, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich schon darüber erzähle. Die Stimmung, das war ein toller Moment und im Endeffekt sind das, glaube ich, die Momente, für die man diesen Job macht und wofür man einfach diese ganzen Diffamierungen über sich erleidet. Mit einer neuen Mannschaft kehrte neue Euphorie rund um die Grotenburg ein. Der Erfolg des Teams von Trainer Murat Salla und Uwe Fecht stimmte die Fans positiv, dass das tiefste Tal der letzten Jahre beim KFC wieder einmal durchschritten sei. Doch wem gebührt eigentlich die Anerkennung dafür, dass beim KFC ein neuer Wind weht? Wichtig ist, dass man aus Fehlern lernt. Und wir haben uns nach der letzten Saison knallhart hingesetzt. Ja, waren ja nicht viele, also im Prinzip insbesondere Heiner Essinghold, meine Person und der Murat Salla, das ist ja, sind die übrig geblieben sind aus der letzten Saison und haben knallhart die Saison analysiert, haben die Fehler abgesteckt, was müssen wir ändern. Und dann kam der Uwe Fecht als Personalie dazu. Und im Prinzip sind wir knallhart unseren Weg gegangen. Wir haben gesagt, eine junge Truppe, frisch, Charakter, ganz wichtig obendrauf. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt das Ergebnis der guten Arbeit und vielleicht der präzisen Vorarbeit. Und im Zuge der derzeit sportlich guten Entwicklung haben sich die Vereinsverantwortlichen dazu entschlossen, das Gesicht der Mannschaft noch einmal zu verändern. An der sportlichen Zielsetzung halten Lakis und Co. indes fest. 25 Punkte, super. Na klar, haben wir jetzt die letzten drei Spiele teilweise auch meiner Meinung nach auch verletzungsbedingt verloren. Aber jetzt kommt die Rückrunde, neue Runde. Wir freuen uns mit der Verstärkung, mit frischem Elan nochmal in die Rückrunde zu gehen. Nur wir dürfen ja eins nicht vergessen, unsere Zielsetzung war nicht den Abstieg. Früh mit dem Abstieg zu tun haben. Das heißt, wir müssen immer nach unten schauen und immer den Abstand zu den ersten Tabellenabstiegsplatz weit, weit lassen. Also wenn wir diese 9 Punkte, die wir im Moment haben, verfolgen und wir zum Schluss wirklich in einem Mittelplatz landen, dann bin ich glücklich. Aber das erste Ziel ist, ganz früh mit dem Abstieg nichts zu tun haben, damit wir für die neue Saison frühzeitig in Ruhe planen können. Und so geht der KFC-Präsident dieses Jahr ein Stück weit beruhigter in die Winterpause. Ohne dabei zu vergessen, dass noch ein Haufen Arbeit vor dem KFC liegt, der sich aber gewiss in den letzten Wochen stabilisiert hat.